dann herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz zum Spiel gegen Aalen am Freitag. Einerseits aber natürlich auch zur Vorstellung unseres neuen Cheftrainers Sven Demant, den ich hier an dieser Stelle herzlich willkommen heißen möchte im Namen von Rot-Weiß Essen. Ich will gar nicht viel sagen. Wir haben natürlich die letzten Tage sehr, sehr intensiv gearbeitet, haben sehr, sehr viele Gespräche geführt. Es waren viele, viele Leute involviert in eben den Prozess, den wir jetzt hatten. An dieser Stelle an diejenigen, die ich jetzt nicht explizit nennen möchte, auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wir haben uns am Montagabend einstimmig mit dem Aufsichtsrat für die Trainerpersonalie Sven Demant entschieden. Und wir freuen uns eben, dass wir mit dem Sven Demant, der von Jürgen Lukas unterstützt wird, auf dessen Wunsch eben in die Saison gehen und eben tatsächlich dann im nächsten Jahr in dieser Konstellation mit dem Sven Demant auch in der Regionalliga spielen werden. Ich würde sagen, alles Weitere, Sven, vielleicht von dir. Alles klar. Ganz so viel will ich am Anfang gar nicht sagen. Ich freue mich jedenfalls extremst auf die Aufgabe. Ich war schon mal hier. Ich weiß, was hier möglich ist. Ich weiß, dass hier tolle Fans sind, ein tolles Stadion ist. Das Einzige, was letzte Zeit nicht so funktioniert hat, waren eben die Ergebnisse. Und das versuchen wir alle gemeinsam in nächster Zeit zu ändern. Und darauf freue ich mich. Und dann können gerne Fragen gestellt werden. Es gibt keine Fragen. Sehr angenehm. Bis weiter. Ich habe auch noch eine Frage. Als ich von der Telefon, die wir hier gehört haben, ja, im Zweifelsfalle sollte sie, musste sie ja auch schnell fallen, weil ich glaube, die so ganz so viel Zeit bis Saisonende ist ja nicht mehr. Obwohl es natürlich 8 Spiele sind. 8 Spiele ist auf der einen Seite wenig, auf der anderen Seite nichtsdestotrotz, glaube ich, auch sehr viel. Nur trotzdem war klar, dass die Entscheidung schnell fallen musste. Und manche Entscheidungen sind vielleicht die besten, wenn man sie auch aus dem Bauch heraus trifft. Und wie gesagt, ich war schon mal hier. Und ich weiß eben, was hier möglich ist. Und gerade Rot-Weiß Essen steht dann schon eben für eine gewisse Leidenschaft am Fußball. Momentan schafft sie mehr Leiden, aber nichtsdestotrotz Leidenschaft, Begeisterung. Und ja, und ich bin dann eher derjenige, der sich vorstellt, wie geil das ist, da rausgehend Fußball zu spielen, als jetzt damit rechnet, dass es nicht funktioniert. Ja, also wie gesagt, ich freue mich darauf, weil ich eben weiß, was hier möglich ist. Klar, liegt natürlich zwischen der Zeit, in der ich hier war und jetzt liegt schon eine gewisse Zeitspanne. Ich glaube, das Stadion steht ungefähr da, wo ich mit der A-Jugend auf Asche trainiert habe. Also von daher ist das schon was ganz anderes. Aber nach wie vor, man kennt immer noch ein paar Leute, die hier sind im Umfeld. Andi war damals auch Nachwuchsleiter. Von daher kennt man und ein paar Leute und das erleichtert mit Sicherheit auch die Eingewöhnung, weil letztendlich haben wir alle nicht viel Zeit. Sie haben nicht nur selber nicht nur das Pferdspiel gesehen, sondern auch einige andere in der Rückrunde. Ich meine, ich hätte wieder öfter mal sitzen sehen. Hier jetzt. Nee, das stimmt nicht. Nee, ich habe nur das Pferdspiel gesehen. Wo glauben Sie denn, wo der größte Knackpunkt liegt? Welche Stellschraube muss man? Ja, im Zweifelsfalle muss man an vielen Stellschrauben drehen, glaube ich. Das ist immer so. Entscheidend ist, glaube ich, für mich, dass die Mannschaft schon die Qualität hat, eine bessere Qualität hat, auch wie viele andere Mannschaften. Und dann gibt es natürlich logischerweise Gründe, warum es nicht so funktioniert hat. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das Entscheidende, eben der Mannschaft, glaube ich, mehr Selbstvertrauen zu geben. Das Pferdspiel habe ich gesehen, wo ich ehrlicherweise sagen muss, da war ich sehr überrascht. Überrascht dahingehend, als das eine ganz schwierige
schwierige Situation war für die Jungs und sie, finde ich, richtig gut mit der Situation umgegangen sind und das Spiel völlig verdient gewonnen haben in einer nicht einfachen Situation. Und das muss ganz einfach der Ausgangspunkt sein, weil ich eben sage, so eine Leistung, ja, wenn man die hinkriegt, dann werden wir sicherlich es schaffen. Und die Qualität hat die Mannschaft und das ist eben das Wichtige. Vertragslaufzeit gehört? Ich habe ja gerade gesagt, also wir haben bei all unseren Überlegungen, die wir angestellt haben, jetzt nicht irgendwie nur über 8 Spiele nachgedacht, sondern wir haben tatsächlich darüber nachgedacht, wie wollen wir in die neue Saison gehen. Und das war für uns ausschlaggebend. Und von daher gehen wir eben tatsächlich mit dem Sven Demand in die neue Saison und in der Regionalliga. Also das ist ein ganz klar erklärtes Ziel. Also von daher, das ist das Einzige, worüber wir jetzt reden. Also bis zum Anschlussfrage, wenn es denn doch so eintritt, wie alle nicht hoffen, würden Sie denn auch in der Oberliga versuchen? Das ist eine völlig falsche Frage jetzt. Ja, das ist ja völlig okay. Es ist legitim, dass Sie die Frage stellen. Ich sage nur, damit beschäftige ich mich nicht. Damit haben wir uns auch nicht beschäftigt, sondern wir müssen alles dran setzen, werden alles dran setzen, dass wir das regeln. Ja, habe ich eben schon mal gesagt. Ich glaube, dass das ganz einfach ist, hinkriegen, dass die Mannschaft die Qualität, diese zweifelsohne hat, wenn sie sie auch vielleicht nicht immer gezeigt hat, auf den Platz bringt. Und dass wir das im Zweifelsfalle in 8 Spielen auch hinkriegen, in jedem einzelnen Spiel, wobei ich glaube, wir sind gut beraten, jedes Spiel auch einzeln zu nehmen, es sind jedes Mal 3 Punkte zu vergeben, das ist eine Menge. Und Freitag ist schon das Erste. Welche Rolle spielen die Nerven? Die Nerven spielen immer eine wichtige Rolle. Also ich glaube, wer im Abstiegskampf die Nerven verliert, dann wird es ganz schwierig. Und ich glaube eben, dass das vielleicht nicht immer einfach ist, aber ich glaube, wir alle zusammen die Nerven bewahren müssen. Und ich glaube eben, ein ganz wichtiger Faktor ist, wie ich eben schon mal gesagt habe, dass es nur gemeinsam gehen wird. Sprich alle die Leute, die hier sitzen, sprich alle, die im Stadion sind, sprich Aufsichtsrat, jeder, dem letztendlich Rot-Weiß Essen am Herzen liegt, muss jetzt sagen, hey, da gehe ich hin oder zumindest mit uns sympathisieren und versuchen, den Jungs zu helfen auf dem Platz. Weil ich glaube, zumindest ist das für mich ersichtlich, bei dem, was ich gesehen habe, dass sie wollen. Und wir müssen jetzt eben hinkriegen, alle gemeinsam, dass sie auch können, dass sie das zeigen, was sie können. Frage an Jürgen Lukas. Wir hatten 2 Tage Urlaub, der läuft ja heute ab, geht ja weiter. Wie haben Sie das geregelt? Sind Sie bis Ende der Saison auf jeden Fall pro oder? Drücken. Geht nicht. Versteht man mich? Ja, funktioniert schon mal. Ja, der Urlaub läuft heute ab, genau. Ist es so gewünscht und auch geplant, dass ich bis Ende der Saison dabei bin, im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten. Ich werde auf jeden Fall den Sven mit aller meiner Möglichkeiten bei den Spielen unterstützen und eben in der Woche immer so, wie es eben funktioniert. Das sprechen wir beide jetzt noch detailliert ab. Aber es ist eben so geplant, dass ich bis Ende der Saison auf jeden Fall das ganze Projekt Klassenerhalt begleiten werde. Ja, kann ich vielleicht auch noch kurz was zu sagen. Ich kenne den Jungen Lukas, deshalb wollte ich ihn ganz gerne mit dabei haben. Unabhängig davon ist es so, ja, dass Stefan Lorenz auch mit dem Trainerteam ist. Wir haben Athletiktrainer, wir haben Torwarttrainer. Und ich bin jetzt nicht jemand, der alle Entscheidungen alleine trifft, sondern auch immer mit seinem Team bespricht. Letztendlich muss ich entscheiden, das ist klar. Ich halte auch dafür meinen Kopf hin. Aber wie gesagt, ich glaube, wir werden da ein gutes Team bilden für die letzten 8 Spiele. Wie gehen Sie das jetzt an? Also rufen Sie die Mannschaft zusammen, stellen Sie, machen Sie eine Gruppensache oder führen Sie viele Einzelgespräche, machen Sie etwas an einem Trainingsplatz? Wie geht man so ein Projekt an? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das würde jetzt zu lange führen. Nichtsdestotrotz waren da jetzt gerade schon einige Dinge drin. Also ich glaube, ich werde auf jeden Fall mit den Spielern sprechen. Mit Sicherheit einzeln, aber wahrscheinlich auch in der Gruppe. Ich glaube auch, dass
dass man sich Erfolgserlebnis und Selbstvertrauen über ganz einfache Sachen holt. Da ist jeder ich sage jetzt, gewonnene Zweikampf, jeder auch noch so einfache Ball eben wichtig, um das Selbstvertrauen zurückzukriegen. Und ja, wir werden auch keine Überdinger jetzt machen können im Training, weil Freitag ist schon wieder Spiel. Gestern ist zweimal trainiert worden, gestern Nachmittag schon. Die Trainingseinheit werde ich mir noch angucken, weil gestern Nachmittag auch 11 gegen 11 gespielt worden ist. Und ja, und dann werden es arbeitsreiche Tage werden. Sie waren mit Herrn Lukas am Sonntag schon in Velbert, haben sich das Aalen-Spiel angeguckt. Was haben Sie da für eine Mannschaft gesehen und wo haben Sie Schwächen ausgemacht? Wenn ich jetzt Schwächen gesehen hätte, würde ich sie jetzt nicht sagen, ist ja klar. Ja, nichtsdestotrotz, das ist ja ersichtlich, haben sie die letzten 5 Spiele gewonnen. Das heißt, genau das, was jetzt bei uns momentan fehlt, dieses Selbstvertrauen, werden die allen auf den Platz bringen. Nichtsdestotrotz ist es ja auch keine Übermannschaft. Also von daher glaube ich schon, dass wir Möglichkeiten haben, dieses Spiel da zu gewinnen. Und wie wir es genau angehen, werden wir dann mit der Mannschaft versprechen. Ihren Start wird ausgerechnet der Spieler, den Sie am besten wahrscheinlich noch kennen aus der Mannschaft, Marcel Plätzig. Ja, aber können wir nicht ändern. Also klar ist ein schwerer Verlust. Ich habe mal gestern nachgeguckt, er hat 110 Spiele bei mir gemacht. Das ist schon eine Menge, also von daher kenne ich ihn ganz gut. Ja, wir haben ihn damals auf dem Aschenplatz irgendwo entdeckt. Von daher, ja, kenne ich ihn sehr gut. Er wird uns fehlen, unabhängig davon, ja, hat man ja nicht einen Kader nur von 11 Spielern, sondern wir haben einen Kader von mehr Spielern. Und wenn einer ausfällt, Richie Weber ist auch noch gesperrt. Also von daher werden zwangsläufig ja Spiele ausfallen. Dann muss ein anderer da rein. Du sagst, der Sportdirektor zu der neuen Wahl. Er kennt sich ja von früher. Ist das ein Vorteil? Das ist ein Vorteil. Das ist sicherlich ein Vorteil, weil wir damals konstruktiv zusammengearbeitet haben und da relativ schwierigen Bedingungen. Der Sven war damals in seinem ersten A-Junioren-Bundesliga-Jahr. Ich war auch noch nicht allzu viele Jahre da. Und von daher ist es sicherlich auch gut für die schnelle Eingewöhnung. Ja, ich habe auch nochmal, ich habe auch eine Erinnerung, ich habe hier mal die meisten Tore gemacht. In einem Zweitligaspiel 4 Stück, ja. Das ist mir nie wieder gelungen. Also von daher hätte ich vielleicht mal für RWE auch spielen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen für mich. Na, war schon okay. Zum Beispiel Stürmer und haben ja auch bei Gladbach sehr offensiv spielen lassen. Ist das auch Ihre Maxime? Ja, grundsätzlich ja. Grundsätzlich ja. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir eben jetzt in der Phase, wo die Mannschaft und die Notwendigkeit die Taktik vorgibt. Also ich glaube, das sind alles Dinge, über die man sich später mal unterhalten kann. Grundsätzlich, ich glaube, man wird auch keinen Trainer finden, der nicht sagt, ja, ich will offensiv spielen. Also ich glaube nicht, dass man jemanden findet, der sagt, eigentlich will ich nur hinten verteidigen und mit viel Glück vorne einen machen. Deswegen ist es so, klar. Es hängt auch immer mit dem Spielermaterial zu tun, auch mit der Struktur der Mannschaft, das ist ja klar. Aber letztendlich gibt die Mannschaft momentan das vor, was wir spielen. Ja, es ist von man hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, Spiele zu gewinnen, wenn man keinen kriegt und einen schießt. Also da hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Und, aber das ist auch nicht neu. Frage an den Welling, der Vorgänger hat ja auch Vertrag 2 Jahre und 2 Monate und die eine oder andere kurzfristig zu finanzieren? Ja und nein. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hektisch durch die Gegend gerannt sind und irgendwie Geld gesucht haben. Also da sind wir schon, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Aber letztendlich, ich meine, wenn man sich unsere Erlösströme anschaut, dann stellt man relativ schnell fest, dass der größte Einnahmebereich eben Sponsorengelder sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir in den letzten 2 Tagen irgendwo angerufen haben und gesagt haben, nur wenn du jetzt Geld gibst, können wir was machen. Also die Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Also wir sind handlungsfähig und von daher, das war jetzt überhaupt kein Thema. Mit Jan Siebert versucht man kurzfristig jetzt sich zu einigen? Also mit Jan Siebert ist es so, er ist aktuell freigestellt, das ist in Ordnung und alles Weitere ist vertraglich geregelt. Haben Sie auch noch das Gespräch mit Jan Siebert gesucht? Vielleicht bisher noch nicht, nee.
muss ich mir noch überlegen. Weiß ich nicht, ob ich auch, wenn ich jetzt, man ist mir jetzt vor allzu langer Zeit ja auch nicht passiert, ob es sinnvoll ist, immer dann denjenigen anzurufen. Keine Ahnung. Unabhängig davon sind ja genügend Leute hier dabei, die dabei waren, also auch Dinge beurteilen können. Sie waren bis jetzt auch in Wiesbaden freigestellt, denke ich mal. Ist da jetzt eine Vereinigung erzielt? Ich glaube, wenn keine Einigung erzielt wäre, wäre es jetzt schlecht von uns. Also dann, wenn da jetzt noch irgendwas käme, dann glaube ich, wäre es falsch. Ja, logischerweise ja. Sie verzichten, hier unterschreiben zu können? Das eine ist dritte Liga, hier ist vierte Liga. Also von daher kann man sich das vorstellen, unabhängig davon, wie gesagt. Ja, haben wir gute Lösungen gefunden und letztendlich sind die nächsten Wochen entscheidend. Und ich bin auch immer jemand gewesen, ich sage, Geld ist schon wichtig, aber Geld, ein früherer Trainer bzw. Lehrmeister hat immer gesagt, wenn Geld das einzigste, der einzigste Lohn für deine Bezahlung ist, bist du immer unterbezahlt. Es war Wolfgang Frank war das. Von daher, der hier auch mal Trainer war. Also von daher ist das nicht meine einzigste Motivation. Logischerweise auch eine, aber nicht die einzigste. Sie wohnen in Mönchengladbach. Zuletzt in Wiesbaden. Meine Frau wohnt in Karst oder wir wohnen in Karst. Das heißt, es ist jetzt nicht so viel Fahrerei wie nach Wiesbaden. Der kleine Blick geht jetzt erstmal Saisonende über den Strich stehen. Können Sie mal so einsatzen, durch die Revision weisen, wenn es in der Klasse klappt, wo man weiß, dann mittelfristig hingehen soll? Die Frage können Sie sich selber beantworten, oder? Also nein, aber ich glaube ja nicht da, wo wir aktuell stehen. Nichtsdestotrotz weiß ich auch, es ist ja ein schwerer Weg. Also gerade der Weg aus dieser Regionalliga raus ist ja brutal schwierig. Man muss ja, ich meine, ich habe es letztes Jahr erlebt, also man muss als Meister noch drum spielen. Das ist ja ein Wahnsinn. Und solange sich das nicht ändert, wird es eben ganz schwierig, aus dieser Liga rauszukommen. Und wir haben in dieser Liga ja auch noch 3-4 Vereine, die jetzt auch gute Möglichkeiten haben. Plus noch immer 2-3 Amateurmannschaften, das weiß ich eben aus Gladbacher Zeit, wo schon richtig gute Jungs spielen, die irgendwann nicht mehr Regionalliga spielen, sondern höher spielen. Und das ist eine schwierige Aufgabe. Dessen müssen wir uns alle bewusst sein, aber das kann momentan überhaupt nicht das Thema sein und ist es auch nicht. Ich guck mal in die Runde, ich sehe keine weiteren Fragen? Vielleicht an Herrn Winkler und Herrn Melling, wieso jetzt ausgerechnet die Wahl auf Herrn Lehmann gefallen ist. Welche Gründe Sie da zu verlegen? Andi, fang mal an. Soll ich, oder willst du? Ja, genau wie im Sommer haben wir vorher nicht über Namen diskutiert, sondern erst über ein Profil erstellt. Und da gibt es aktuell jetzt auch nicht einen Kreis von 50 Kandidaten, der Sinn macht. Ja, und das Profil auch so aufgestellt war, dass er irgendwo eine Nähe zum Ruhrgebiet hat, sich mit der Regionalliga West auskennt, eine Souveränität ausstrahlt und ich natürlich davon erfahren habe, wie viele andere, dass wenn jemand freigestellt war in Wiesbaden, wir uns aus der Vergangenheit kennen, ist eben auch der Name Sven Demann gefallen. Und das Weitere war dann eben ein Prozess bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, ich glaube, da gibt es nicht viel zu ergänzen. Also wir sind komplett davon überzeugt, dass wir unsere Ziele mit dem Sven erreichen können. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Anni hat es gesagt, und zwar in dieser Situation eben auch sehr, sehr wichtig, jemanden hier nach Essen zu bekommen, der eben die Regionalliga West kennt. Und der Sven hat 5 Jahre
mit Mönchengladbach in dieser Liga gespielt, selber gespielt. Von daher, also ich glaube, er kennt die Regionalliga West besser als viele andere. Das ist das eine. Es ging eben auch darum, jemand, der eben hier aus der Region kommt, der die Region kennt, und das ist, glaube ich, auch so, und der eben durch Persönlichkeit überzeugen kann. Und das war letztendlich ausschlaggebend. Und das ist eben, das kann ich so sagen, auch komplett einhellige Meinung gewesen, auch aller Gremien des Aufsichtsrates, eben aller Personen, die da involviert waren. Da haben wir intensive Gespräche geführt, haben uns kennengelernt, haben uns abgetastet am Anfang. Das war sehr, sehr spannend, das war sehr schön, und haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass das einfach passt. Und das war uns wichtig. Also ich kann sagen, also eine sehr authentische Persönlichkeit, und ich glaube, das ist das, was uns jetzt gerade sehr, sehr hilft. Woher lehnt man auch von Beginn an die erste Wahl zu ziehen? Er ist die erste Wahl. Ein bisschen bei den Wort spannenden Gesprächen. Hast du sonst noch eine Frage? Nein, aber genau das, ich glaube, damit hat der Präsident alles gesagt. Also genauso war es auch. Es waren sehr interessante Gespräche. Es ist logischerweise ja nicht so, dass es keine Gespräche gegeben hat, und ich sitze jetzt hier. Also von daher, alles gut. Es geht dann bloß mit der englischen Woche, weil ich so ist, glaube ich, das Nachspiel in der Brück am Mittwoch. Dienstag. Ja, also ich habe ja eben schon mal gesagt, also ich kenne so Sachen ja. Ich glaube, mit Hochrechnung, das gibt alles nichts. Also wir sind gut beraten, uns auf Freitag vorzubereiten, und das ist momentan das wichtigste Spiel, und alles andere kommt danach. Mal wieder einen neuen Versuch. Also ich sehe, es gibt keine Fragen mehr. Hier vorne war noch gar nichts, deswegen, dass ich jetzt von der Seite gleich grätschen, wenn wir jetzt beenden. Ne, alles gut? Super. Ja. Bitte? Ja, alles gut. Nein, dann sage ich herzlichen Dank, und ja, alle Kraft auf allen, nur der RWE. Herzlichen Dank.